Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Wolfgang Heinrich hat mir drei Uhren zugeschickt, die ich alle drei wirklich richtig klasse finde. Und zwar handelt es sich um die neuen GMT-Taucheruhren, die alle drei sehr unterschiedlich sind in ihrem Erscheinungsbild, aber alle drei wirklich tolle Uhren geworden sind. Ich freue mich total, dass ich sie heute im Review zeigen kann. Und zwar nicht nur eine, sondern alle drei. Und das mache ich jetzt in den entsprechenden Bildaufnahmen, damit ihr euch ein Bild von diesen drei Uhren machen könnt. Wolfgang Heinrich hat mir, wie gesagt, drei Uhren zur Verfügung gestellt. Der neue Heinrich Taucher 2 in der GMT-Version. Und alle drei finde ich auf ihre Art wirklich faszinierend. Hier haben wir die schwarze Version mit dem silbernen Rio, auf dem die GMT-Skalierung angebracht ist. Und das Ziffernblatt selber hat die Struktur eines Globus mit Längen- und Breitengraden bzw. den entsprechend eingelassenen Linien auf dem Ziffernblatt. Wunderbar. Das Saphirglas ist wie bei allen Uhren dieser Art gewölbt, sehr schön gemacht. Und ich finde auch alle drei unterscheiden sich wunderbar im Auftreten und jede hat ihren eigenen Charme. Auch diese hier mit dem grauen Ziffernblatt und den besonderen Indizes, die am Rand schwarz oder dunkel gefasst sind, in der Mitte mit Leuchtmasse. Die GMT-Skalierung dieses Mal ist in dunkelblau und rot gehalten. Wirklich sehr, sehr schön und wirklich ansprechend, wie ich finde. Und mein persönlicher Favorit, weil ich im Augenblick einfach auf die Kombination Blau-Gelb oder Schwarz-Gelb stehe, außer beim Fußball. Da haben wir hier ein verlaufendes blaues Ziffernblatt mit einer gelben Reo und der GMT-Skalierung. Wirklich super schön gemacht und gefällt mir richtig gut. Die Krone ist bei allen Uhren verschraubt, lässt sich gut bedienen, ist aber eine ziemlich große Krone, da müssen wir uns nichts vormachen, steht auch relativ weit raus. Mangels Trageerfahrung kann ich nicht sagen, ob sie sich in den Handrücken bohrt oder nicht. Aber es ist eine mächtig präsente Krone, die sehr viel Grip hat und wirklich leicht zu bedienen ist. Aber wenn man diesen guten Grip auf der Haut spürt, kann das natürlich unter Umständen auch leicht unangenehm werden. Das Band ist ein wirklich sehr interessantes Band, wie ich finde. Es hat einen wunderschönen Anstoß, bei dem auch so gut wie nichts wackelt. Ich komme mal hier ein bisschen näher in die Kamera und wackel mal an Uhr und Band. Da gibt es so gut wie kein Spiel. Die Anstöße sind massiv. Es sind auffallend kleine Bandglieder, was ich sehr angenehm finde, weil sich damit die Uhr wirklich sehr gut und leicht einstellen lässt am Arm. Und was ich persönlich
echt gefeiert habe, das ist die neue Schließe bei der GMT. Es ist zwar eine Schließe mit der für mich optisch nicht besonders ansprechenden Verlängerung, aber was gelungen ist, diese Schließen mit dieser Art Verlängerung sind gewöhnlich sehr dick und hier haben wir eine angenehm flache Schließe mit dieser Verlängerung. Das heißt, wenn ich diese Verlängerung nicht nutzen möchte, dann habe ich wenigstens nicht die dicke Schließe am Arm. Sie bleibt natürlich eine große, lange Schließe, aber wenigstens trägt sie nicht mehr so dick auf. Das finde ich schon wirklich richtig klasse und gelungen. Alle Uhren haben ein gebürstetes Edelstahlgehäuse, und zwar in der Längsrichtung gebürstet, mit einer polierten, geschliffenen Phase auf der Kante. Und zwar beidseitig, sowohl auf der Kronenseite als auch entgegen der Krone. Der Boden ist verziert mit einem schönen Relief. Klasse, auch das gefällt. Die Uhren kommen mit einem Durchmesser von 41 mm und einem Horn-zu-Horn-Abstand von 42 mm. Die Taucherlünette dreht mit 120 Klicks. Na, jetzt habe ich überdreht. Und ist ordentlich ausgerichtet. Verbaut ist ein Elabore SW330-2 von Sellita und die Bauhöhe der Uhr beträgt 14 mm. Alle Uhren sind bis 200 bar wasserdicht. Das Band ist angenehm flexibel und passt wunderbar zum Stil der Uhr, meiner Meinung nach. Schauen wir doch mal, wie die Uhr an meinem Arm sitzt. Dafür muss ich meine Mark & Sons Sports Professional ablegen. Hier haben wir die Variante Silber mit dem blau-roten GMT-Ring. Die Bauhöhe von 14 mm fällt gar nicht so stark auf, finde ich. Wie gesagt, aktuell meine bevorzugte Farbkombination Schwarz-Gelb-Blau-Gelb. Was bei allen drei Uhren mir aufgefallen ist, das Ziffernblatt selber ist bei allen drei Uhren relativ klein, weil durch den GMT-Reo und die Drehlünette natürlich einiges an Platz benötigt wird, sodass die Uhr rein von der Optik her wie eine kleine Uhr erscheint, aufgrund des doch vergleichsweise kleinen Ziffernblattes, am Arm aber eine sehr deutliche Präsenz hat. Was mir auch aufgefallen ist und was ich sehr schön finde, ist, dass die Stahlteile der Lünette das Keramik-Inlay um einen Bruchteil eines Millimeters überragen, sodass ein planer Einschlag auf die Lünette das Keramik-Inlay nicht unmittelbar brechen oder verletzen kann. Es muss schon ein spitzer Einschlag auf die Lünette kommen, so dass diese Konstruktion das Inlay der Lünette noch zusätzlich schützt. Ich zeige euch das auch noch mal kurz mit einem Fingernagel. Da wird das, glaube ich, noch ein bisschen deutlicher. Hier ist eine kleine Kante und die gibt es auch auf der Innenseite. Und das schützt die Inlays der Lünette, ohne dass es optisch in irgendeiner Weise stört oder zu sehr auftragen würde. Und jetzt schauen wir uns die drei Uhren auch einmal bei Nacht an. Tolle Uhren, im Nachtbild unterscheiden sie sich nicht. Man kann also hier wirklich schön sehen, wie alle drei Uhren völlig identisch leuchten und auch gut leuchten, was mir richtig, richtig gut gefällt. Verbaut bei den Uhren ist die Leuchtmasse BGW9. So, und jetzt noch kurz die Zeigersetzung. K
Den Sekundenzeiger habe ich nicht hundertprozentig getroffen, aber man kann schon sehr deutlich sehen, dass das hier gut gesetzt ist. Auch bei den anderen beiden Uhren sind die Zeiger absolut perfekt gesetzt. Gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Kommen wir zum Preis der Uhren. Die Uhren wurden ab 1.3. in einer Art Crowdfunding angeboten. Das heißt, ein Video kommt kurz nachdem die Uhren auf dem Markt sind. Und der Vorbestellerpreis liegt bei 1.199 Euro, der spätere Listenpreis bei 1.399 Euro. Heinrich-Kunden bekommen zusätzlich auf diese Preise noch einen Rabatt von 50 Euro obendrauf. Ja, mich würde total interessieren, was ihr von den Uhren haltet. Ich zeige sie euch nochmal alle drei kurz nebeneinander. Meine Meinung habt ihr gehört. Eure Meinung interessiert mich brennend. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat, wenn es euch geholfen hat oder wenn ihr noch mehr dieser Art sehen möchtet. Lasst auch gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal komplett kostenlos und mir hilft es. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.